Wir wollen nun uns ein, zwei einfache, diskrete Low-Side-Treiberschaltungen angucken, einfach nur um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wir hier so einfache Ansteuerungen machen können. Wenn wir zum Beispiel einen Mikrocontroller haben und wollen ein Leistungsbauelement ansteuern, IGBT oder MOSFET, und wir wollen das mit möglichst wenig Aufwand machen. Achtung, die Schaltungen sind jetzt vielleicht nicht direkt die, die die höchste Performance erreichen, aber welche, die man relativ einfach nachvollziehen kann und relativ einfach auch aufbauen kann. Schauen wir uns an. Das erste wäre eine Emitterschaltung als Pulsverstärker bzw. als Pegelwandler, als einfacher Pegelwandler. Die kann man einsetzen, wenn sozusagen die Dauer des Schaltvorgangs keine so große Rolle spielt. Das heißt, also die Dynamik ist nicht entscheidend. Man möchte nicht sehr schnell ein- und ausschalten, aber man möchte sozusagen mit möglichst geringen Kosten das machen. Malen wir das mal auf als Beispiel. Ich gehe davon aus, wir haben hier unsere Signalverarbeitung, sei zum Beispiel ein Mikrocontroller, der jetzt hier irgendwo eine Steuerspannung liefert, ein pulsweitenmoduliertes Signal hier. Das heißt, hier haben wir eine Steuerspannung UST, die von 0 auf 3,3 Volt springt. Wenn wir also hier einen High-Pegel ausgeben, haben wir 3,3 Volt. Wenn wir einen Low-Pegel ausgeben, haben wir hier 0 Volt. Und dann könnte man so eine einfache Ansteuerschaltung so machen. Wir haben hier eigentlich einen Schaltverstärker, einen einfachen Signal-Bipolartransistor in Emitterschaltung. Hier vielleicht angesteuert über einen Spannungsteiler aus zwei gleich großen Widerständen. Einfacher NPN-Transistor mit einem Pull-up-Widerstand auf eine Versorgungsspannung hier vielleicht von 12 Volt. Und dann habe ich hier einen Vorwiderstand, den nenne ich jetzt RG, und schließe dort mein Leistungsbauelement an, hier zum Beispiel ein MOSFET, der eine Schwellspannung hat, die größer ist als 2 oder 3 Volt, sodass wir ihn nicht direkt dort ansteuern können. Das heißt, das hier ist mein Leistungstransistor. Jetzt wollen wir anschauen, okay, wie arbeitet jetzt diese Schaltung von der Idee her? Das heißt, tatsächlich schauen wir uns an, was passiert sozusagen beim Ein- und beim Ausschalten. Schauen wir an, was passiert, wenn ich hier sozusagen die positiv gehende Flanke habe. Wenn ich eine positiv gehende Flanke habe, dann werde ich hier über diesem Spannungsteiler 3,3 Volt haben. Das heißt, wir haben hier dann 3,3 Volt zum Einschalten. Wir haben dann hier mit Sicherheit diesen NPN-Transistor eingeschaltet, also die Basis-Emitter-Diode in Flussrichtung gepolt. Das heißt, er wird hier nur eine Sättigungsspannung haben. Nehmen wir an, der schaltet voll ein. Ich habe dort 0 Volt und damit haben wir hier auch die Gate-Source-Spannung von 0 Volt. Das heißt, tatsächlich sehen wir, okay, tatsächlich für diese steigende Flanke sind wir hier, oder wenn wir auf diesem High-Pegel sind, sind wir hier bei 0 Volt. Wir werden hier eigentlich so eine fallende Flanke kriegen. Was passiert dann, wenn wir an dieser Stelle eine fallende Flanke des Signals haben und dann auf dem Low-Pegel umschalten, dann haben wir hier 0 Volt angelegt. Wenn wir dort 0 Volt anlegen, sperrt dieser Bipolartransistor. Wenn dieser Bipolartransistor sperrt, wird jetzt hier ein Ladestrom fließen über diesen oberen Widerstand und das MOSFET-Gate aufladen, die Kapazität aufladen. Das heißt, wir kriegen dort eine steigende Flanke an dieser Stelle und der MOSFET wird eingeschaltet werden. Das heißt, wir sehen hier tatsächlich, wir haben hier eine Pegelwandlung drin. Das heißt, wenn wir das jetzt noch in einer anderen Farbe darstellen, wenn ich jetzt hier die Spannung am Gate darstelle, kriegen wir tatsächlich eine invertierte Spannung gegenüber der, die wir hier in der Ansteuerung haben. Immer dann, wenn ich dort ein Low-Signal habe, kriege ich hier ungefähr plus 12 Volt. Wenn ich ein High-Signal hier habe, kriege ich ungefähr 0 Volt, weil dann dieser Transistor eingeschaltet ist. Und so können wir dann relativ einfach den Leistungstransistor hier einschalten. Tatsächlich hat diese Schaltung ein paar Nachteile. Zunächst, der einfache Vorteil ist, dass wir sozusagen mit sehr wenigen Komponenten auskommen. Wir brauchen bloß einen Transistor. Man könnte sogar einen dieser beiden Widerstände weglassen, um den einzuschalten und diesen zweiten Widerstand. Das ist sozusagen der Vorteil. Das heißt, hier das heißt auch kostengünstig letztlich. Was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, wenn wir diesen blauen Stromverlauf angucken, oder einer der Nachteile, das Einschalten geht sehr langsam. Das muss nicht sein unbedingt. Es gibt aber ein Problem, was das verhindert, weil
an dieser Stelle der Widerstand RG vergleichsweise groß gewählt werden muss. Warum muss RG groß gewählt werden? Das liegt daran, dass tatsächlich so, sozusagen über diesen Widerstand RG immer dann ein Strom fließt, wenn jetzt dieser Transistor eingeschaltet ist. Das heißt, man muss hier einen Kompromiss machen zwischen an dieser Stelle dem Ruhestrom sozusagen, der fließt durch diesen Widerstand RG, wenn der Transistor hier eingeschaltet ist bei einem Highpegel der Steuerspannung und zwischen der Schaltzeit, die sozusagen bestimmt wird, wenn ich hier einen kleineren Widerstand RG habe, dass ich sozusagen schneller diese Kapazität auf- und entladen kann. Das heißt, zum schnellen Einschalten wollte man einen sehr kleinen Widerstand RG, um niedrigen Ruhestrom zu kriegen, wollte man einen sehr großen Widerstand RG. Man kann also den nicht beliebig klein wählen und kann deswegen gegebenenfalls nicht so schnell einschalten, wie man möchte. Was macht man, wenn man das besser machen möchte? Dann kombinieren wir diese Schaltung diskret sozusagen nochmal mit einem Leistungsverstärker. Das heißt, das Zweite, was wir uns angucken, wird sein, wir kombinieren den Pegelwandler mit einem Emitterfolger als Gegentaktschaltung. Das heißt, hier haben wir einen Gegentakt-Emitterfolger. Das heißt, es sieht dann so aus: Ich habe hier vorne wieder meinen Mikrocontroller zum Beispiel, der diese Steuerspannung liefert. Wir nehmen wieder die beiden Widerstände, haben dann hier wieder unseren ersten einfachen Schalttransistor. Bis jetzt alles gleich geblieben. Das heißt, ich habe hier diese beiden Widerstände, die wieder gleich groß sind. Habe jetzt hier den Widerstand, den nenne ich jetzt mal R1. An dieser Stelle dort wieder eine Versorgungsspannung UB, zum Beispiel 12 Volt. Und dann gehen wir aber mit diesem Signal nicht direkt auf den Leistungstransistor, sondern hier auf so eine Gegentakt Klasse AB Verstärkerschaltung. Das heißt, ich habe dann hier einen NPN und einen PNP-Transistor. Und diese beiden gehen dann zum Beispiel über einen Widerstand auf das Gate des MOSFETs. Und das ist dann sozusagen schon eine verbesserte Variante dieser Treiberschaltung. Wir sehen hier auch wieder alle Potenziale sozusagen gleich. Wie funktioniert jetzt diese Schaltung? Schauen wir uns das auch an. Wir überlegen zunächst, was passiert, wenn ich hier sozusagen die hochgehende Flanke habe. Schalte hier also wieder von 0 auf 3,3 Volt. Was passiert dann? Dieser erste Schaltungsteil wird sich natürlich gleich verhalten. Ich werde also hier ein Umschalten kriegen. Vorher hatten wir, wenn wir 0 Volt hatten, vorher durch die Überlegung hatten wir hier ungefähr 12 Volt. Kommen wir also von 12 Volt und schalten um, kriegen eine fallende Flanke auf 0 Volt. Was passiert dann, wenn wir vorher 12 Volt hatten, wird vorher dieser obere NPN-Transistor leitend gewesen sein. Schalten wir jetzt hier runter auf 0 Volt und ist der MOSFET hier vorher aufgeladen, also war die Gate-Source-Spannung deutlich größer als 0 Volt, dann wird jetzt in diesem Fall der MOSFET entladen, also sein Gate entladen über diesen unteren Transistor, weil der eingeschaltet wird und versucht hier sozusagen dieses Potenzial auf circa 0,7 Volt runterzuziehen, weil wir jetzt hier zwischen Basis und Emitter eine Spannung in Flusspolung angelegt haben für den PNP-Transistor und der schaltet dann diesen MOSFET an dieser Stelle aus. Das heißt, hier tatsächlich kriegen wir dann auch hier eine fallende Flanke der Spannung UGS oder hier nach dem Treiber. Auch dort geht die Spannung dann runter über den unteren MOSFET und in diesen Vorwiderstand wird dann der über diesen unteren Transistor und den Vorwiderstand wird dann der MOSFET entladen. Umgekehrt beim Bringen der Versorgungsspannung von High nach Low. Was passiert? Diese Schaltung arbeitet wieder als Inverter, springt hier dann von 0 Volt auf plus 12 Volt. Was passiert dann hier? Ich habe dann hier oben in etwa plus 12 Volt anlegen, kriegt dann hier 11,3 Volt und werde dann über den oberen Transistor hier und den Widerstand das MOSFET-Gate aufladen, kriege also dann hier eine ansteigende Flanke und tatsächlich habe ich jetzt zwar in etwa denselben Verlauf wie hier bereits in diesem Pegelwandler, aber ich habe jetzt hier einen Leistungsverstärker, der mir eine zusätzliche Stromverstärkung ergibt. Das heißt tatsächlich, der Strom wird jetzt ja geliefert über diese beiden Transistoren dieser Gegentaktstufe und ich kann den Widerstand RG deutlich niederohmiger wählen, kann jetzt R1 hochohmiger wählen, weil ich muss jetzt mit diesem Spannungspegel hier nur noch diese beiden Transistoren ein- und ausschalten und damit kann ich dann schon höhere Ströme letztlich liefern. Das heißt, zusammengefasst haben wir jetzt hier einen Emitterfolger oder eigentlich zwei
komplementäre Emitterfolger für höhere Stromverstärkung. Und wir haben dann sozusagen im Ergebnis, dass RG klein gewählt werden kann und dadurch können wir schnellere Schaltzeiten erreichen. Oder kürzere Schaltzeiten. Also ein schnelleres Schalten bzw. kürzere Schaltzeiten können wir erreichen und damit den Leistungshalbleiter hier schneller ein- und ausschalten. Das wäre dann so eine etwas bessere, diskrete Ansteuerschaltung. Tatsächlich werden auch integrierte Ansteuerschaltungen so eine ähnliche Struktur im Ausgang haben, um jetzt das Leistungsbauelement ein- und auszuschalten.